Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder einen Stadion-Vlog und zwar geht es zur Türkei gegen Portugal. Die Jungs sind schon ready im Auto. Was tippst du? 0-0. 0-0? 2-0. Stark. Wir fahren jetzt los, erstmal 6 Stunden, 5 Stunden nach Dortmund, keine Ahnung. Und dann treffen wir uns mit den Fans und dann geht es direkt ins Stadion. Jetzt spontan einen kleinen Zwischenstopp in Hamm, denn hier gibt es ein D-Junioren-Fußballspiel. Wir gucken uns das jetzt kurz an, bevor wir zum richtigen Spiel gehen. Mal gucken, wir können direkt ein paar Talente scoren. Geiler Ball. Boah. Oh, super Ball. Oh. Ey, die spielen gar nicht wie eine D-Jugend. Die spielen so gut. Die spielen wirklich so gut körperlich, taktisch auch. Die sind echt, echt stark, ja. Und ich glaube, die haben schon nach 10 Minuten oder so 4-0 geführt. Irgendwie sowas. Ich sag, der kann sogar reingehen, wenn der auf Tor geht. Boah. Ui. Boah, so gut. Der größte Teil hat sein Vater genommen, ne? Schade. Oh, schade. Ich spiele einfach die 8 an. Da, guck mal, hopp. Hopp. Konzentriert! Boah, Junge. Oh. Hier geht's schon los. Überall sind die Fans hier schon. Hier sind schon die türkischen Fans. Man hört sie auf jeden Fall schon, aber man sieht sie noch nicht. Da sind sie. Eine Armee. Offiziell eine Armee. Geisteskrank. Nicht der Champion! Nicht der Taratan! Nicht der Champion! Bestes Schild. Ja, das beste Trikot einfach. Und hinten die Flagge. Wir laufen jetzt zum Stadion. Es riecht einfach gerade nach Silvester. Guck mal da oben, wie die da warten. Geisteskrank. Wir haben uns gerade hier Pommes geholt und hier gibt es jetzt erstmal eine Cola und dann geht es langsam rein ins Stadion. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle und jetzt geht's direkt zum Stadion. Machen wir es von da oben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das Spiel und auf unsere Plätze. Ich hoffe, es wird geil. Furkan, was tippst du? Ich glaube, es wird ein 2-1 für uns. Geil. Das erste Mal am Signal Iduna. Ich habe mir gerade diesen Schal hier noch geholt. Wir sind jetzt vor dem Stadion. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Beide Teams hatten eine gute Bilanz eigentlich, die letzten Spiele. Ich blende die mal hier ein. Die Türkei hat in den EM-Spielen noch nie gegen Portugal gewonnen. Und ich glaube, noch nicht mal ein Tor geschossen. Das bedeutet, es wird Zeit heute. Es wird Zeit. Und hier sieht man schon direkt das Stadion. Mit Lars Ricken. Da ist auch Ronaldo schon. Alter, ist das geil. Hier darf man aber, glaube ich, nicht weiter runter. Wir werden irgendwo da oben wahrscheinlich sitzen. 1997, der Champions League-Titel von Dortmund. Einfach eine krasse Geschichte. Dieses Jahr war es für Dortmund fast auch so weit, aber es hat leider nicht geklappt, weil Real einfach zu krass war. Die haben sogar die Chancen, aber haben sie nicht genutzt und dann passiert es halt gegen Real. So, wir gehen jetzt hoch auf unsere Plätze. Hier ist einfach gar keiner möglich. Ich bin so gespannt, was für einen Blick wir haben werden von unserem Platz. Hier hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Blick über Dortmund. Schon eine nice Aussicht hier auf jeden Fall. Okay, wir sind so viele Treppen gelaufen, das kann ich mehr. Ja, wirklich, Aufwärmung ist vorbei.
Das ist die Aussicht von hier. Und das ist unsere Aussicht aufs Spiel. Richtig geile Plätze. Hier ist 16, ganz unten. Also die Plätze sind wirklich geisteskrank. Wir haben ja auch überall Fahnen auf den Stühlen. Eingeschränkte Sicht war so, aber wenn man die Stange durchwegdenkt, dann passt es schon. Ey, ihr wisst, ich bin so nervös für dieses Spiel. Wir haben die Flagge auf jeden Fall hier. Und ich hoffe, wir werden viele Tore sehen. Ich habe richtig Bock darauf. So wenig Leute, ihr habt es selber gesehen und es ist schon jetzt so laut. Was passiert, wenn es hier voll ist? In der Zwischenzeit zeigen die hier das Spiel von Georgien gegen Tschechien und hier gibt es jetzt vielleicht einen Strafstoß. Aha, Elfmeter. Portugal-Fans werden langsam wach. Aber die Türken kontern direkt. Es sind mehr Portugal-Fans als gedacht. Und währenddessen hat Tschechien getroffen. Geisteskrank. Patrick Schick mit dem Ausgleichstreffer. Das heißt, es ist wieder 1-1, alles wieder offen. Der türkische Mannschaftsbus ist jetzt im Stadion. Die Leute rasten bei jeder Kleinigkeit geradeaus, das ist so geil. Meine Stimme ist jetzt schon weg. Die ersten türkischen Spieler betreten den Rasen. Marvin, bist du es? Dass die beiden sich gegenüberstehen, ist schon geisteskrank. Ich sag euch, man darf diesen Mann nicht ärgern. Wenn man ihn zu viel ausbuht, der trifft dann erst recht. Der ist so, der ist behindert. Deshalb, wir müssen einfach eigentlich leise sein. Wir dürfen ihn nicht ärgern. Wenn wir ihn ärgern, der trifft. Ich blende euch mal hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften ein. Ich bin richtig krass enttäuscht. Ich spiele ohne Arda, ich spiele ohne Kenner. Alter ist im Tor, aber ist okay. Deki Celik spielt. Wer spielt noch nicht? Also ihr werdet es hier sehen, es ist eine Katastrophe. Ich habe mich am meisten auf Arda gefreut und er spielt nicht. Wird bestimmt Halbzeit oder sowas reinkommen, aber sehr, sehr scheiße. Aber wenigstens eine gute Sache, Cristiano spielt. Das heißt, wir können wenigstens Cristiano sehen. Bester Mann. Türkischen Torhüter sind raus. Werden gut empfangen. Aber das ist stark. Das ist so stark. Da ist er, der Goat. Der Goat. Der Goat! Verdi! Es sind mehr Portugiesen als gedacht. Da ist alles voll. Oh, stark! Schade. Geht wieder rein für beide Teams. In 20 Minuten beginnt das Spiel.
gute Chance. Was soll man sagen? Es war klar. Es war leider klar. Oh. Was? Keiner sitzt übrigens. Alle stehen. Alle stehen. Geile Aktion! Geile Aktion! Ein Lebenszeichen! Also eigentlich kompletter offensive Totalausfall. Kerem ist noch okay. Und der Rest ist Quatsch. Einfach eine Taube landet auf dem Feld. Das ist kein EM-Niveau. Das ist kein EM-Niveau. Von den Türken sowieso nicht, aber vom Schiedsrichter noch weniger. Er gibt Foul! Ein großes Fazit zur Halbzeit. Wenn du mit dieser Aufstellung spielst, musst du damit rechnen, auf die Schnauze zu kriegen. Und wir kriegen auf die Schnauze gerade. Wir spielen komplett scheiße. Die einzigen Guten sind Ferdi und Kerem. Das war's. Startfight Nummer 1. Startfight Nummer 2. Aktuell. Er holt Yusuf Yazıcı rein. Aber als Achter. Er spielt 8. Warum? Ich verstehe es nicht. Super Ferdi!
Egal, wer was sagt, Ferdi, du bist ein Löwe. Standing Ovations von den Türken, aber verdient, mit seinem Alter so eine Leistung, sehr, sehr stark. Oh, geiler Ball. Ein 19-jähriger Arda hat in 15 Minuten oder 14 Minuten mehr Impact aufs Spiel gehabt als 11 erwachsene Männer. Wirklich, das ist geisteskrank. Super Ball. Er legt hier die ganze Zeit Bälle ab, aber er schmacht sich selber. Ich weiß nicht warum. Soll er einfach selber machen, wenigstens. Machen wir uns peinlich, ja, wirklich. Und der nächste. Ladies and gentlemen, the final score is 2-0 Portugal. Ja, Leute, wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Es ist mittlerweile kurz vor drei. Mein Kopf ist komplett matsch. Ich habe gerade auf der ganzen Fahrt das Video geschnitten. Hat auch schon so, keine Ahnung, um die 3-4 Stunden gedauert, so, weil ich mich mies beeilt habe. Auch wenn das Spiel jetzt nicht so gut lief, beziehungsweise wirklich komplett scheiße lief. Es war trotzdem ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Man hat nicht immer die Chance, zu einem EM-Spiel zu gehen, von deinem Land in deinem Heimatland. Deshalb wirklich sehr, sehr cool, auch nochmal Cristiano zu sehen. Auch ein sehr, sehr großer Traum gewesen. Und ja, deshalb, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich was erleben durfte. Und hoffentlich kommt noch sehr, sehr viel mehr. Falls ihr bis hierhin geguckt habt, vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren, teilen, dies, das, bla bla, ihr wisst schon Bescheid. Und ich küsse eure Herzen. Die Tage kommt noch ein Vlog online. Ich sage euch aber noch nicht, wo ich da bin. Und ja, peace out.